Angst und Schrecken. Gestern in dem Coiffeursalon an der Poststrasse St. Gallen. Ein maskierter Mann stürmt das Geschäft und ruft laut Terroranschlag. Dann packt er eine lebensgroße Dekofigur aus dem Schaufenster und macht sich aus dem Staub. Der Dominik Ledergerber berichtet. Der gestrige Nachmittag wird Severin Tschiren so schnell nicht vergessen. Die Coiffeur-Lehrtochter ist ganz normal am Arbeiten und denkt sich nichts Böses, wo plötzlich ein maskierter Mann ins Geschäft an der Poststrasse St. Gallen stürmt. Und nachher ist auf einmal so ein Typ mit Kapuzenpulli reingerannt und hat voll laut geschrien, Achtung, Terroranschlag. Und wir sind dann halt alle mega verschrocken und schockiert gewesen. Und dann ist er da zum Schaufenster reingerannt und hat den Vorhang abgerissen und hat die Figur da klauen. Und da wir haben zwei Diener im Schaufenster. Und da, dass er dann nur eine hat können rausnehmen, weil meine Lehrmeisterin zu mir ist, ist er dann mega schnell wieder rausgerannt aus der Tür raus. Mit seiner Beute unter dem Arm macht sich der Täter aus dem Staub, lässt aber noch einen Brief zurück, wo er die Haltungsbedingungen für die Pappfigur kritisiert. Die Angestellten kommen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Auch sie rätseln noch immer über das Motiv. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wer das war. Ich weiß auch nicht genau, wer da. Ja. Ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwie so einer aus einer Klinik ausgebrochen ist oder so und sich irgendwie einen Spass erlauben oder so. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen in der Zwischenzeit aufgenommen. Auch sie geht von einem verwirrten Täter mit psychischen Problemen aus. Rein aufgrund der Tatsache, dass er eine Pappfigur aus einem Star-Wars-Film geklaut hat, lässt schon mal darauf schliessen, dass die Sache wirklich fernab von einem effektiven Terroranschlag ist. Und des Weiteren ist auch der Brief, den wir mitgenommen haben, alles andere als verständlich formuliert. Und aufgrund von dem gehen wir eher davon aus, dass es eine verwirrte Person ist. Trotzdem ist es klar, dass bei den Mitarbeitern ein ungutes Gefühl zurückbleibt. Gerade in Zeiten, wo Terroranschläge auch in Europa zugenommen haben. Wir sind recht, wie soll ich sagen, sobald jemand reinläuft, gehen wir gerade führen, schauen, ob es er ist oder nicht. Ja. Kalt verwütschen lassen wollen sich die Angestellten vom St. Galler Coiffeurladen, aber nicht ein zweites Mal. Seit heute Morgen steht darum gerade neben dem Eingangsbereich ein Pfefferspray.